Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Wir spielen hier Champions League. Und ja, gegen Manchester United haben wir ja das Hinspiel, glaube ich, 3:0 verloren. Das war nicht so gut. Heute müssen wir uns rächen. Die Revanche sozusagen auf dem Fuße. Und wir sind im Moment auf Platz Nummer 2. Basel direkt hinter uns. Oh, 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 oh. Da müssen wir also hier gut punkten. Ich hoffe, das klappt heute. Wir haben natürlich wieder nicht so ein starkes Team. Das ist irgendwie immer so, wenn wir Champions League spielen. Oh. Nicht im Ernst, oder? Da kommt mein Torwart rausgestürmt. Ja, so viel zu dem, dass wir heute uns gegen Manchester City gut durchsetzen wollen. Schon wieder nicht, da unten durch. Also der Schuss kam gar nicht so schlecht, ne? Joe Hart hält trotzdem hart. Komm, sehr gut. El Shaarawy. In der Mitte, jetzt komm. Balotelli. Oh, Kompany. Kommt dazwischen. Mann. Jovetic. Meine Güte, ey. Es ist echt sehr sch... Warum? Warum? Warum nach vorne? Ja, lauf doch! Warum bleibst du stehen, Bakali? Oder tanze auf der Stelle rum. Den hättest du locker bekommen. Bleib doch nicht stehen. Ja, komm, 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 komm. Einfach zu kompliziert. Die Kackbälle kommen nicht an. Die sind alle 30 Meter groß, oder was? Ja, der ist drin. Leck mich fett, ey. Das gibt's nicht. Mach doch diesen Kackball da einfach mal weg. Wieso kriegen die alles? Kommt schon, das ist doch nicht normal. Du kannst echt nichts machen gegen die. So, komm, zieh. Bakali! Mann! Super gemacht! Ecke, Konter, durch! Meine Güte, war das schwierig! Balotelli setzt sich da voll ein, Kompany mega kopfstark, kommt aber auch nicht mehr ran und wir sind da drin! Das ist so ätzend! Der Gegner ist so stark, unser Hassgegner, würde ich mal behaupten. Manchester City, unser Hassgegner. Und jetzt nicht ein Gegentreffer. Du kommst nicht an diesen Scheißball ran. Plötzlich ist die ganze Verteidigung nicht da, wo sie sein soll. Mann. Basel liegt zurück. Das ist super für uns. Wir müssen hier einen Sieg machen. Das ist die einzige Medizin, die da hilft. Und das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, ist grätschen. Das ist echt beschissen. Was ist los, Leute? Tch. Natürlich verteidigt da Kompany sehr gut.
Ah. Oh, endlich. Meine Güte. Ey, das ist echt so krass. Das ist so krass schwer. Alter Falter. Meine Güte. Oh. Ey, die stehen so gut. Die stehen so gut. El Shaarawy stellt sich auch mega doof an. Hier, der Schuss war in Ordnung. Aus lange Eck. Aber, boah. Er holt sich den Ball und kriegt ihn nicht. Sehr schöne Aktion. Oh, Millimeter. Gut gemacht, Niang. Auch ein schöner Pass da von Balotelli, der nicht im Abseits war. Und ich habe natürlich gegen den Lauf gespielt. Ja. Gut. Wird er da... Ey, Correa, du stellst dich ein bisschen behindert an. Wird er festgehalten? Bleibt er an Kompany hängen, ohne dass er es irgendwie müsste? Er müsste da nicht an dem hängen bleiben. Aber anders ging es nicht. Er bleibt da hängen. Er hätte es einfach schaffen können. Er hätte einfach durchlaufen müssen. Oh, Mann. Scheiße, Mann. Tackling geht nicht abzubrechen. Ich drück extra X. Warum geht das nicht? So einfach den Schuss dann abbrechen. Warum macht er das nicht? Warum geht das nicht bei diesem scheiß Spiel? Das sind so wichtige Bälle, die wir da einfach verlieren, weil es nicht geht. Ich drück extra noch ganz rechtzeitig X. Also PlayStation X. Zum Abbrechen. Echt, leck mich am Arsch. Du behindertes Spiel. Eben wollte ich einen anderen Spieler haben. Man hat mich nicht gelassen. Ich hätte den wegklären können. Wen kriege ich? Die ganze Zeit denselben Spieler, der am Ende verkackt. Es ist so typisch. Es ist so mega typisch. Ja, Mist. Einfach Mist, dass wir hier nur 2:2 spielen. Einen Sieg hätten wir verdient. Aber es ist einfach nicht so. Es ist einfach nicht so. Jetzt müssen wir mal gucken. Auf die Tabelle. Wir sind weiterhin auf dem zweiten Platz. Basel hat keinen Punkt gemacht. Jetzt haben wir das letzte Spiel. Das letzte Spiel entscheidet. Aber das ist natürlich ärgerlich. Das ist ein Kackspiel gewesen, aber richtig. Was die kommende Partie angeht, ja. Mhm. Hätte echt einfach nicht sein müssen. Es ging nicht. Ich habe alles probiert. Es ging einfach nicht. Damit müssen wir leben. Und ja, trotzdem würde ich mich freuen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Das war's auch schon wieder für diese FIFA 14 Karrieremodus-Folge mit dem AC Milan. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Also, bis morgen, Freunde!